Heute werden wir in den weltbesten Gildenkampf gehen. Aber vorher, Leute, wie weit seid ihr hier? Erzählt mal. Ha? Seid ihr fertig schon? Irgendwie ist das echt kacki, dass man so Dupes bekommen kann. Also, ich meine, ich hatte gestern fünfmal, ohne Witz. Warte, ich hatte fünfmal hier den hier. Wo ist der? Hier den. Fünfmal hintereinander. Danach hatte ich noch zweimal hintereinander den oder dreimal. Was ist das denn? Und ich farm echt viel, ja, damit ich diese Kacke fertig kriege. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen geskriptet ist. Ja, dass man nicht innerhalb von 3 Tagen fertig sein kann. Aber wie weit seid ihr hier? Erzählt mal. Habt ihr alle? Hier? Das hier ist wichtig. Warte. Steht das? Hier, das hier. 22 von 27. Wie weit seid ihr? Würde mich mal interessieren. Oder habt ihr schon aufgemacht? Würde mich auch mal interessieren. Ich meine, ey, komm, Spiel. Dafür, dass wir alle sowieso nur einen Forster daraus kriegen werden. Außer vielleicht so ein paar, ja. Kann man ruhig mal ein bisschen beschleunigen hier. Ich hab ohne Witz, ey. Alter, das würde einfach noch... Wo ist der? Da, Tag 24, Alter. Oh, nee, ey. Ich habe keine Lust, so lange zu warten. Ich will diese blöde Schriftrolle haben, damit wir endlich mal hier die Beschwörung machen können. Darauf warte ich nur. Die Kacke geht immer wieder raus. Das ist richtig nervig. In der Zeit kann ich ein bisschen anspannen, aber ich bin hebelig. Ich würde gerne öffnen jetzt. Aber okay, wir starten rein mit dem Gildenkampf. Let's do it. Wir starten rein in die erste fantastische Superrunde. Look at this mit den typischen Offensiven. Ich meine, der heißt L-RNG. Seht ihr da? Das wird ja schon funny jetzt hier. Oh, gut getroffen. Gut getroffen. Vor allem die Alte da. Kein Provo. Gar nicht so gut getroffen. Stun. Ah, du. Ey, ihr hattet so viele Chancen. Provo, Stun. Was weiß ich. Und was trifft ihr? Ein Furz. Und der ist jetzt auch Stun. Ich fass es nicht. Ah, ja, los. Ah, ja, los, Alter. Ja, jetzt kommt's dann. Cool. Oh, jetzt kann ich strippen. Ja, komm auch spät jetzt, ey. Ja, eigentlich ist der hier wichtig zuerst. Wenn der weg ist. Und warum geht der eigentlich auf die? Kann ich mal aufhören? Können wir jetzt sleep? Ah, die ist dead. Ah, ja, kacke gelaufen jetzt. Habe ich keinen Heal-Block mehr. Wie soll ich das denn machen hier? Ah, warte mal. In den. Oh, okay, der Provo ist sehr geil. Jetzt habe ich keine Scheiße. Aber reicht das? Ich habe Scheiße gebaut. Oh, nee, warte mal. Den killen wir jetzt? Ja, ist okay. Wie weit bist du? Du hast keine Skill-Ups, ne? Warum? Oh. Ach, ja, Qual, ätzend, Alter. Oh ja, das tut gut. Oh ja, das tut gut. Kriegen wir hier zumindest einen Buff-Block? Okay, gut. Ja, sehr gut, wir haben Target. Falls er noch überlebt, dann. Sehr gut. Okay, der hat noch ein paar Stacks, ein bisschen nervig, aber passt schon. Deathbreak hier? Wo ist der Deathbreak da? Ey! Oh, okay. Egal, Schaden, wir müssen hier... Wir haben die Amber's dead. Das ist richtig nervig, Alter. Okay, warte mal, letzter Stack. Aber du bist nicht... Oh. Oh. Belenus, du bist gerade mein Lebensretter. Warte, du bist ready. Okay, warte mal, das könnte ich... Bitte Provo auf die Alte. Bitte. Oh. Können wir den Ding da... Wenn wir den da geklatscht kriegen, aber wir kriegen... Oh, die Stunts sind da. Aber wie weit ist der? Ich will den natzen. Ich glaube, das ist ein Misplay. Ja, es... Oh, wir sind ready, theoretisch. Ich mach das jetzt auch dafür. Komm schon. Belenus. Ja. Oh, ich dachte gerade, ich habe mich verklickt, weil es so komisch geruckelt hat. Aber okay. Nein! Mann. Ja, das Team ist bombastisch gut, ey. Ja, bombastisch gut. Ja, komm, strip mal. Wehe, du strippst nicht, Alter. Okay. Aber ich glaube, es reicht nicht zum... Oh! Okay. Stopp. Nein! Ey! Oh, ich hasse es, ne? Procs sind die reinste Grütze. Alles ist noch winnable. Alles gut. Warte mal, ist es winnable? Warum geht denn auch alles auf Parterre, Alter? Als ob das Spiel es genau weiß. Oh, wer hätte das erwartet? Ah, nee. Okay. Okay, ja, das ist fein. Die könnten es regeln. Ist es halt. Aber ich will erst das Frettchen da weg haben. Kriegen wir Deathbreak? Nee. Aber, ja, jetzt geht alles auf... Hey, alles wieder so optimal und der ist ready jetzt. Nee, ist er nicht? Okay, Glück ab. Ne? Prox ist jetzt des Todes. Ah. Okay, Deathbreak ist immerhin wieder weg. Der geht trotzdem auf ihn, aber so hat er eine höhere Überlebenschance. Prox...
Swappen die? Nee. Okay. Oh, das ist gut. Warte mal. Ja, ich mach das jetzt. Ist der ready? Nee, der ist nicht in der Range, ne? Nicht ganz. Kommt Ashur gegen den klar? Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Könnte der Dot vielleicht das regeln, dass ich... ja. Wo war der Crit da? Okay, reicht. Gut. Puh, immerhin. Ne. Gut, dass ich hier nicht irgendwas rumprobiert habe, weil hier wollte ich eigentlich mit Sonya spielen. Nicht so, wie hieß die alte nochmal? Hier dieser Cyborg-Tante da. Und dachte mir, ja, lassen wir mal. Ja, nee, lassen wir mal lieber. Ne, weil ich glaube, dann geht alles im Bach ohne Proc. Okay, wir könnten so machen. Ja, wenn ich na, das war, ist nicht ganz so schlau, muss ich sagen, wegen dem. Jetzt kann, der wird er die gleich reviven wahrscheinlich. Außer ich kriege ihn schnell genug dead, aber in der Form kriegt er, glaube ich, weniger Schaden oder so. Aber ich kriege ihn dead, okay. Gut, ist aber auch so eine Defense von 2020 irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Stun, machen wir Overkill, ist schon fein, sehr schön. Kriegen wir ihn, perfekto, Matico. Was haben wir hier nochmal? Ach ja, oh, ich glaube nicht, dass ich das gewone-shotted kriege, glaube ich nicht dran. Irgendwie glaube ich da nicht dran. Ich habe nicht gecrittet, oder? Was war das denn? Hä? Hat die Kanone hat Crit? Ich könnte darauf schwören, dass dieses Mädchen eigentlich 100 Crit hat. Ha, so, oh nein, noch lebe ich, aber jetzt nicht mehr. Und tschüss. Ja, und Proc. Und nochmal Proc. Ah ja. Ah jo, schön. Aber warum hast du nicht gecrittet? Was? Hä? Mann, ich verliere gerade, weil ich nicht wieder will und ich ralle, was Sache ist, Alter. Hat die nicht 100 Dings? Mir war so, als ob die 100 Kritrate hat, aber anscheinend hat sie keine 100 Kritrate. Wir natzen erstmal das da weg. Ja, okay. Gut, ich nehme. Guck mal, wieder optimal gelaufen, ne? Wie der Guardian, Leute, ne? Bei denen läuft immer alles sahnig, ey. Die kriegen. Das sind auch die, die. Alles kriegen. Einfach alles, was sie wollen, kriegen sie. Ja, und am besten auch noch Streamer. Ja, dann noch ein Streamer. Die kriegen alles. Ich bin kein Streamer, Leute. Kann ich euch auch mal erzählen? Also ich weiß nicht, ob ich. Darf ich das erzählen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß, dass. Also nicht Ingame-mäßig. Ne? Ich rede jetzt nicht von Ingame-Belohnungen oder Ingame-Beschwörungen oder sowas. Das ist jetzt so ein bisschen Insider-Wissen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich. Darf ich sagen? Ich meine, mir wurde nicht gesagt, dass ich es nicht sagen darf. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, wie gesagt, jetzt keine Ingame-Belohnungen oder sowas. Ja, davon rede ich nicht. Also, dass wir jetzt, dass wir irgendwas hier irgendwie, keine Ahnung, erhöhte Chance auf LD5 haben oder sowas. Ne, sowas meine ich jetzt nicht. Aber die Streamer, so in Bezug auf Events, das meine ich jetzt, da werden Streamer bevorzugt. Die in den Partnerprogramm von Summoner's War sind. Also, wenn ihr da irgendwie mal sowas machen wollt oder sowas, ne, also wirklich in Partnerschaft mit Comtours und auch bei jedem Event am liebsten mit dabei sein wollt, also sowas halt zum Beispiel, das ist, steht ja mit dem Partnerprogramm mit drin, also da, dass man zum Beispiel auf der Gamescom eingeladen wird, wenn man da dann halt, ich sag mal, ausgestellt wird, ne, dann ne, das ist halt mit dem Partnerprogramm drin, so. Und da ist es halt so, dass die, also Summoner's War zum Beispiel auch beim Jubiläumsstream und sowas, was ja hier und da mal ist. Ich glaube, dieses Jahr war gar nicht so viel. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Da Streamer werden halt generell lieber von dem HQ, also von dem Headquarter hier in Korea. Da werden die Streamer werden halt sind lieber als YouTuber. Also wenn mein Rat ist einfach nur, wenn ihr euch für sowas irgendwie machen wollt, wenn ihr auf sowas Bock habt oder sowas oder versuchen wollt, ne, dann geht eher auf Streamen, ne, das kann ich euch, also wenn ihr da an sowas Interesse habt, wenn ihr jetzt nur für euch sowas macht, dann könnten Videos halt ein bisschen angenehmer sein, außer ihr daddelt sowieso den ganzen Tag nur vorm PC, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber so overall, wenn ihr so in diesen Interessen seid, dann kann ich euch sagen, lieber streamen, ne, habt ihr mehr Chancen, sage ich mal, nenne ich es mal so. Na, ihr habt mehr Chancen, so entdeckt zu werden und so ein Kram. Und wir starten rein in die zweite Runde. Die haben sehr viele selbe Defense stehen. Also wir werden jetzt hier ein paar sehen, die wir gerade auch schon gesehen haben, weil sie sich alle so ein bisschen wiederholen so. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. Nö, reicht nicht. Ist das ein Problem? Kommt drauf an. Kommt drauf an, was er jetzt macht da. Okay. Und nochmal. Ja.
Gut, dass er nichts getroffen hat, der Lutscher, Alter. Ja, Stun ist ja egal. Alter, diese Procs, hör auf jetzt, ey. Ampelmann, ey. Weg mit dir da. Zack, 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 zack. Dafür sind die squishy as fuck. Aber das. Okay. Zack. Wisst ihr was? Der Lutscher, da interessiert mich gar. Guck mal, wie der. Guck mal, der richtig Bock, Alter. Der denkt, heute gebe ich alles, Alter. Heute ist mein Day, Alter. Guck mal, was ich mache. Guck mal. Ashu denkt sich dasselbe. Aber ist okay. Kriegen wir den auf Dings? Nee, kriegen wir nicht. Aber komm, gehen wir auf Endur. Danke. So, das ist auch fein. Der hat einmal geprockt. Sind wir ready? Ja. Gott sagen. Wer ist da noch dran? Parterre. Okay, safe. Nice. So, dann können wir den da wegklatschen. Guck, klatschi, watschi. Tschüss. Passt. So, ich natze mal so. Wobei der Dot, glaube ich, auch gereicht hätte, aber da, ich bin mir nicht sicher. Dann gehe ich einfach safe. Weil Dot Damage ist immer, finde ich, schwer zu kalkulieren, wenn man nur vom Balken ausgeht. Ja, ich hätte hier auch, was mir auch so ein bisschen fehlt in diesem Spiel, das ist, ich glaube, das ist bei Chronicles, oder war das Chronicles? Ich weiß nicht, bei irgendeinem anderen Summoners Vorspiel. Hier so eine Leiste an der Bar, an der Seite, wo man genau sieht, wer als nächstes drankommt. Das wäre, finde ich, strategisch, könnte man da ein bisschen besser planen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man hier so eine Leiste hat und so kleine Icons von den Monstern oder so. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, weil man dann einfach na, strategisch halt ein bisschen besser planen kann. Ja, finde ich jetzt. Ne? Vielleicht sind dann dran. Aber ich finde das halt eigentlich ganz smart, wenn das so wäre. Ich meine, das gibt's ja, wie gesagt, in einem anderen. Aber ich weiß nicht, welchen. Yo! Nice Qualstunts, Praha, Alter. Starke Leistung. Okay. Zack. Warum bist du immer noch am Stun? Du holst ihn jetzt wieder, aber das... Warte mal, so ein Spielchen kommt mir bekannt vor. Ah, im Autoplay, genau. Aber da habe ich nicht das Team genommen. Was habe ich da genommen? Oh. Aber so im Autoplay kommt mir das ja, das ist hier gerade sehr bekannt vor. Können wir den da schon mal natzen? So. So, und jetzt kümmern wir uns um dich, dicker Bär. Okay, zack, Dots regeln. Sehr schön, Proc, nice. Tötet sich selber, optimal. That's what we want. So. Ah, ist schneller, war abzusehen. Dachte ich mir schon, Sonya kommt dran. Aber die haben Deathbreak, was mir gar nicht gefällt. Okay, der cuttet sogar. Oh, okay. Aber ich cutte auch nochmal. Dann knatzen wir den. Okay. So, die ist dead. Ist das ein Problem? Wahrscheinlich ja. Nehmen wir uns mal. Ich sag mal nicht nö. Ich denke mal ja. Aber jetzt möbeln die erstmal ein bisschen auf die. Das ist mein Vorteil. Aber der macht gut Schaden. Aber der doch. Naja, jetzt geht's wieder vom Schaden. Okay. So, jetzt müssen wir auf den da schnatcheln. Ja, das wird ja auch sehr viel gespielt, ne? So Chandra Trap. So ein bisschen. Also Fast Chandra. Ich meine, ich bin jetzt nicht schnell hier. Aber, ne? Okay, erstmal den da. Hm. Okay. damit habe ich nicht gerechnet. Ich mache jetzt bei Suel extra nicht den zweiten mit der. Noch nicht. Genau aus diesem Grund. Okay, jetzt bin ich ready. Jetzt würde ich gerne den zweiten von ihr haben. Aber die ist hier nicht auf Wille. Oh, natürlich brockt der Dicke, Alter. Nicht auf Will, auf Vio, meine ich, die ist auf Qual. Alter. Was ist das hier eigentlich? Warum ist der Death, Alter? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte damit never gerechnet, dass der Chandra auf Death ist. Holy shit, Alter. Einfach komplett weggewurschtelt. Was ist das hier? Und dann kommt wieder sowas, wisst ihr? Was ist das denn, ey? Naja. Aber okay. Das war jetzt, das hat mich jetzt hart aus dem Konzept gebracht. Aber naja, ach ja, ich muss den alten da den Dödel da angreifen. Können wir die gestunt da? Die lebt noch. Bis Ray mit dem Strip. Können wir die mal killen da? Danke, ey. Tschüss. So, okay. Hm. Die Death Trap hat mich jetzt schon ein bisschen. Ja, hier, das meine ich. Haben wir selbe Spielchen nochmal. Jetzt kommt der Gapso dran. Soll er drankommen? Zack. Super. Machen wir so. Wenn es reicht, ist nice. Wenn nicht, dann hau ich mit Wusa nochmal drauf. Da hauen wir halt mit Wusa nochmal drauf. So, tschüss. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen wie eben. Wir penetrieren erstmal die Molly, warten, bis der Reckless ready ist. Also so gesehen ist es einfach nur ein Skip für euch. Ja, und ich laber mir trotzdem die Birne dusselig, weil ich nicht weiß, ob ich es am Ende schneide. Kennt man, ne? So. Mann, ey, ich freue mich gleich wieder auf meinen Diligent oder Puh. Ach, Mann. Ja, das haben sie aber extra gemacht, damit man das halt nicht innerhalb von einer Woche durch hat. Oder, naja, die Tryharder, die werden das in 3-4 Tagen durchhaben. Und ich habe echt schon nicht wenig gefarmt, ey. Ja, also ich habe echt viel gefarmt, nur weil ich diese blöde Rolle haben wollte. Oder möchte. Ich glaube, im Team-Event kann man das nochmal nachgucken, wie viel ich ungefähr gefarmt habe. Und für meine Verhältnisse ist das echt nicht wenig. Alter. Aber naja.
hier, also ich meine, man sieht ja, wie viel Energie ich hier verwendet habe. Das ist ja alles durch die Energie. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen vor Check-In bekommen, weil ich die alle schon hatte. Hier, die hier. Ja, die hatte ich alle schon. Also die haben mir gar nichts gebracht. Ne, und hier wären noch zwei. Wer ist das eigentlich? True Veil und Badoni. Kenne ich nicht. Den kenne ich. Und hier fehlen mir noch, ja, Kilian Bao, Gaga und Osar Dazan. Ich wette mit dir, das ist der Letzte, der fehlt. Ich sehe das schon. Und dann kriege ich den einen Tag, bevor der Check-In ist. Ich sehe das schon. Ach man, ich will die öffnen. Ich will wissen, was ich da kriege. Wartet, wir können mal kurz gucken. Team-Mission, ich glaube, da kann man noch grob gucken, wie viel ich so gefarmt habe. Ja, der Tag ist noch gar nicht so viel. Oh, gestern war auch nicht so viel. Da 26.000, 18, 25.000. Ja, und hier war das Event noch nicht am Laufen. Ich glaube, ab hier ist es am Laufen. Also, wir sind jetzt am... Oh, doch schon so lange. Ich meine, ja, einen Vorteil hat's. Man kriegt halt neben den auch noch anderen Stuff in der Zeit, ne, hier. Ist ja ganz nett hier. So ein bisschen noch, ein bisschen größere Beschwörung. Aber ich will die Scroll jetzt öffnen, Mann. Aber okay. Ich bin durch. Bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Und rein. Ciao.